Leute, ich begrüße euch mal wieder zu einem weiteren Challenge Run und zwar dieses Mal sind Pokémons praktisch nur mit einem Kyogre und das bedeutet einiges, weil das ist ein sehr beliebtes, legendäres Pokémon der dritten Generation. Kyogre ist ein reines Wasser-Pokémon mit einer lächerlichen Basiswertsumme von 670 und einem Spezialangriffswert von 150. Das ist schon fast rekordverdächtig und ich würde sogar sagen, es ist eines der besten Pokémon, die jemals designt wurden. Zumal es die Fähigkeit Niesel hat, die dafür sorgen kann, dass es sofort regnet, wenn dieses Pokémon reinkommt. Es hat also nicht nur Step auf seine Wasserattacken, der Regen pusht diese Angriffe noch weiter und das unter dem Gesichtspunkt eines Basiswertes von 150. Das ist fast schon absurd. Und es hat auch nur zwei Schwächen, und zwar gegen Pflanze und Elektro, was jetzt nicht gerade viel ist. Und einige Leute werden sich jetzt fragen, warum zur Hölle mache ich dann damit hier einen Run? Es ist doch relativ langweilig. Naja, es gibt ein Problem. Wir spielen wie gesagt heute im Pazifismus. Und die Pazifismus-Route der dritten Generation ist eine der härtesten aus dem gesamten Franchise. Es gibt fast kein Pokémon, was hier auch nur im Ansatz eine Chance hat. Und deswegen dachte ich mir, wenn ein Pokémon das irgendwie schaffen soll, dann vermutlich die Cover-Legis der dritten Generation, weil Kyogre ist ja das Cover-Legi von Saphir. Und das hier sind meine Regeln. Ihr wisst Bescheid, Freunde, ich darf keine optionalen XP mitnehmen, das bedeutet, ich darf absolut nur Pflichtkämpfe machen, ohne Ausnahme und dementsprechend kann die Challenge hier jederzeit scheitern, wenn ich halt irgendwann mal zu schwach sein sollte, um einen weiteren Bosskampf durchzuspielen. Und das Ganze kann deswegen recht schnell aufregend werden, weil natürlich legendäre Pokémon beispielsweise deutlich langsamer leveln als normale Mons und es kann schnell mal passieren, dass ich dann unterlevelt in Bosskämpfe rein muss mit nur einem starken Pokémon. Wie auch immer, denkt auch bitte an meinen Twitch-Kanal, wo ich mittlerweile regelmäßig livestreame und ich habe ja auch nach wie vor das große Stream-Projekt am Laufen, von daher schaut gerne zu, ich werde es in der Beschreibung verlinken und lasst auch sehr gerne hier ein Abo da und bei den 50.000 Abos kommt auch mal wieder ein kleines Special, von daher seid schon mal sehr gespannt, was da so kommen wird. Ich habe mal wieder einiges geplant, ihr kennt mich ja. Und ja, dann würde ich sagen, starten wir jetzt mit dem heutigen Run und weitere Pokémon, die ich halt mal auf diese Route hier schicken soll, könnt ihr mir sehr gerne in die Kommentare schreiben, da gibt es ja diverse coole Möglichkeiten. Ich kann aber wie gesagt jetzt schon mal sagen, dass nur sehr wenige Pokémon wirklich bei der Route hier eine reelle Chance haben. Und wir starten natürlich auch dieses Mal mit der Wahl meines Starter-Pokémon und ich habe mich dieses Mal entschieden, hier der guten Maike ein Gekaber zu geben, damit sie später ein recht starkes Reptile haben wird, was mich sehr effektiv mit Pflanzenangriffen angreifen kann und ich denke, das wird Abstand die schwierigste Wahl, die ich irgendwie hätte treffen können. Ich denke, das steht außer Frage. Und da musste ich ja antreten gegen ein Zickzacks, was kein Problem war, weil ich habe ja schon meine Fähigkeit Niesel und auch Aquawelle, was ein sehr guter Startmove ist. Und mein Kyogre habe ich dieses Mal Kai genannt nach einem Zuschauer. Und ihr wisst Bescheid, Freunde, wenn ihr auch mal wollt, dass ich halt ein Pokémon auch euch benenne, dann schreibt das sehr gerne unter den oben angepinnten Kommentar, weil da könnt ihr euch dafür bewerben und das finde ich immer sehr cool. Und dann ging es auch schon los mit dem ersten Kampf gegen Maike. Und ja, die hat nun Gekaber auf Level 5, das bedeutet, das ist jetzt nicht die größte Bedrohung. Das Ding ist aber, ich kann sie halt nur nicht sehr effektiv angreifen und das sollte man schon bedenken. Die meisten Pokémon, die nicht sehr effektiv hier angreifen, hätten vermutlich gegen Maike keine großartige Chance, beziehungsweise die würden zumindest strugglen. Kyogre allerdings kann aufgrund seiner Fähigkeit und den krassen Basiswerten und dem Step auf Wasserattacken mit Aquawelle Gekaber komplett pulverisieren. Es ist lächerlich, wirklich Leute, wir greifen hier nicht sehr effektiv an und dafür merkt man überhaupt nichts. Ich habe Gekaber hier komplett in der Luft zerrissen. Aber keine Sorge, Freunde, ihr Reptile wird später noch durchaus eine große Gefahr werden. Und als ich dann in Meteoros City angekommen bin, konnte ich mir mein erstes gutes Item mitnehmen, und zwar die Flinkklaue, mit der ich stellenweise Pokémon outspeeden kann, für die ich eigentlich zu langsam wäre. Und das ist für Kyogre gar nicht mal so uninteressant, weil das hat ja nur eine Init von 90, was jetzt nicht so insane ist, zumal ich stellenweise hier unterlevelt im Boss kämpfen muss. Also die Flinkklaue habe ich schon durchaus gerne mitgenommen. Und dann ging es auch schon weiter mit der ersten Arena und das ist jetzt die Bodengesteinsarena von Felicia und da ist Kyogre natürlich massiv im Typenvorteil. Und ja, Pokémon, die hier logischerweise eine Schwäche haben beispielsweise, werden die Pazifismusroute vermutlich überhaupt nicht antreten können. Rayquaza beispielsweise würde hier unendlich strugglen. Mit Kyogre allerdings bin ich hier reingegangen, ohne den Pflichtwanderer vom Metaflurtunnel vorzuziehen, weil ich wollte wissen, ob Kyogre hier auch auf noch einem kleineren Level gewinnen kann. Und Überraschung, Freunde, natürlich kann Kyogre das. Ihre beiden Kleinsteins haben mal 4 Schwäche. Ich greife die also sowieso schon mit 4-fachem Schaden an. Ich habe wie gesagt Step darauf, ich bin im Regen, ich habe 150er Spezialangriff. Da kann Felicia einfach überhaupt gar nichts machen. Und die Verteidigungswerte von meinem Kyogre sind ja auch vollkommen solide. Das bedeutet, wenn ich mal angegriffen werden sollte, dann kann ich vielleicht sogar einen Hit wegstecken, obwohl ich komplett unterlevelt bin.
Die größte Gefahr ist dann vielleicht doch das Gnet, was halt einfach noch ein bisschen besser gelevelt ist und keine mal 4 Schwäche hat, aber auch das konnte ich easy besiegen im First Try. Aber wie gesagt, Freunde, sollte man Felicia hier nur neutral treffen oder sollte sie sogar resistieren, dann kann man die Route nicht abschließen. Es gibt unendlich viele Pokémon, die hier zerschellen werden und nicht mal versuchen können, Pazifismus-Runs zu meistern in der dritten Generation aufgrund der Bodengesteinsarena. Ziemlich bitter, dass halt Bodengesteinsarenen so oft die ersten sind, aber naja, Kyogre zumindest konnte hier durchkommen. Und nach der ersten Arena kommt dann der nächste Maike-Fight. Ich werde den allerdings für das Video hier skippen müssen, weil der optional ist. Wenn man Maike hier sagen sollte, nein, ich möchte nicht kämpfen, wird der Kampf übersprungen und deswegen ist er für die Pazifismus-Route tatsächlich nicht relevant. Ich denke aber, Kyogre hätte hier durchaus siegen können, also es sollte jetzt auch keinen wundern. Als nächstes ging es dann weiter mit Camillo in der Kampfarena und den kann man theoretisch erstmal skippen, indem man sofort hier in die dunkle Höhle geht bei Faustor Hafen, um mit Troy zu reden. Das wäre allerdings nicht so klug, weil ich muss über Gravipot City gleich gegen Maike kämpfen und dort werde ich jeden Erfahrungspunkt brauchen, den ich irgendwie bekommen kann und deswegen wollte ich Camillo sofort mal testen, um zu wissen, ob ich vielleicht eine Chance habe. Man muss dazu sagen, ich bin ja angetreten auf Level 10 und das ist schon wirklich maximal unterlevelt. Man kann aber sehr viel Glück haben bei diesem Fight. Das Vaholo beispielsweise kann auf Protzer gehen, was mir vollkommen egal ist. Ich greife speziell an und die Steigerung der physischen Verteidigung, die mattert einfach in keinster Weise. Und dann kommt Mediti rein und spammt Focus Punch, eine Kampfattacke, die ihren Fokus verliert, wenn ich selber eine Schadensattacke nutzen sollte, um Mediti Damage zu machen. Und dementsprechend konnte mich auch Mediti tatsächlich nicht verletzen. Und plötzlich stand ich hier auf Level 12 vom letzten Pokémon und das war Makuhita auf Level 19. Und ja, hätte mich das jede Runde normal angegriffen, mit guten physischen Kampfattacken, hätte ich definitiv verloren. Einfach halt, weil ich komplett unterlevelt war. Ich habe aber hier über die Aquawelle sofort eine Verwirrung rausbekommen und die hat mehrfach gemattert. Die Chance dazu ist sehr gering, allein die Verwirrung von der Aquawelle ist nur zu 20% gegeben. Und das Pokémon von Camillo, also dieses Makuhita hier, trägt auch noch eine Beere und er kann Tränke darauf anwenden und ich konnte trotzdem siegen. Das ist komplett absurd, aber man muss halt auch dem Pokémon hier zugute halten. Kyogre macht im Regen so viel Damage, dass dieses Unterleveltsein nicht zu sehr mattern muss. Dann ging es aber weiter mit Maike über Gravipot City und die ist durchaus eine andere Hausnummer, weil die hat ein Pokémon, was mich halt sehr effektiv angreift. Das sollte man nicht unterschätzen, auch nicht mit Kyogre. Und die beginnt hier mit einem Wingull mit Verwirrung. Es ist unfassbar anstrengend. Ihr habt es ja eben gesehen bei Camillo, Verwirrung kann unfassbar mattern und dann ist dieser Fight hier schnell mal verloren. Das Wingull konnte ich allerdings sehr effektiv angreifen über meine eigene Antikraft, eine gute Gesteinsattacke. Das nächste Pokémon war dann aber schon das Reptine und es hat einfach Pflanzenangriffe. Und ja, es hat nicht die besten der Welt, ja, es wird auch nicht so viel Schaden machen, aber wenn die Verwirrung hier zu sehr mattern sollte und ich dem Pokémon einfach keinen Schaden drücke, weil ich selber unterlevelt bin, dann kann ich hier definitiv verlieren, auch mit Kyogre. Maike ist ja normalerweise nicht wirklich eine große Herausforderung, im Pazifismus allerdings, wenn man hier antreten sollte, mit einem unterlevelten Pokémon mit Schwäche, sieht das Ganze vollkommen anders aus. Es gibt viele Pokémon, die hier krasse Probleme bekommen werden auf der Pazifismus-Route, auch beim Maike-Fight und ja, auch Kyogre gehört so ein bisschen dazu. Es gibt ja aber natürlich eine Sache, die ziemlich praktisch ist, und zwar ist das der Omni-Boost von Antikraft. Denn zu 10% ist es möglich, einen Push zu bekommen auf alle Werte, wenn man Antikraft erfolgreich einsetzen sollte. Und damit wird Kyogre hier nicht nur schneller, sondern auch stärker und defensiver. Und damit ist es selbstverständlich deutlich möglicher, so ein Pokémon wie Reptile auch zu besiegen. Es wäre aber auch theoretisch anders gegangen mit halt einfach großem RNG. Es wäre möglich beispielsweise, dass die Verwirrung niemals mattert, man könnte auch Reptilien zahlreiche Male kritten oder so über Antikraft, mit dem man das neutral angreifen kann. Also auch ohne den Omni-Boost hätte man hier definitiv gewinnen können. Es wäre aber sehr, sehr viel härter geworden. Ich kann also dankbar sein, dass Antikraft im Moveset ist. Und das Schöne ist, das letzte Pokémon ist vollkommen irrelevant, weil das ist ein Schneckmark und Wasserschwäche und das ist sofort One-Shot und das sogar doppelt und dreifach. Da kann Kyogre natürlich kurz einen Prozess machen. Nun kommen wir allerdings zu dem Kampf, auf den wahrscheinlich alle gewartet haben, und zwar der Kampf gegen Walter in der Elektro-Arena, weil hier kann Kyogre sehr effektiv angegriffen werden und es ist ja generell eine der schwersten dritten Arenen im gesamten Franchise, würde ich sagen. Also es gibt nur sehr wenige Pokémon, die hier vorbeikommen können, selbst wenn sie neutral getroffen werden. Kyogre ist allerdings so mächtig, dass er hier eine Chance haben könnte, oder? Das wollte ich jetzt rausfinden, weil wenn Kyogre hier nicht vorbeikommt, ist der Run bereits gescheitert. Der gute Walter hat 4 Pokémon, und zwar ein Voltoball, ein Fritzeblitz, ein Magneton und ein verdammtes Voltenso. Es ist schon sehr, sehr viel für die dritte Arena und die Pokémon sind auch sehr stark gelevelt. Sein Voltenso beispielsweise ist Level 24, das ist eine ernsthafte Ansage.
Ich konnte aber hier mit Aquavelle zumindest jedes Pokémon neutral treffen und es ist keine Selbstverständlichkeit. Bei den meisten Runs wird Magneton praktisch jede Attacke resistieren und ein riesiges Problem darstellen. Aber es gibt ja natürlich einen Riesenhaken und das sind die Elektroangriffe. Die treffen Kyogre sehr effektiv und machen unfassbaren Damage. Und ja, bei Voltoball und Fritzeblitz kann mir das noch relativ egal sein, weil der Schaden von denen wird sich in Grenzen halten, aber sobald Magneton hier zum Angriff kommt, bin ich einfach tot. Keine Chance. Ich musste also für den konstanten Sieg hier zwei ganz wichtige Dinge tun, und zwar musste ich zunächst mal die beiden Trainer rechts vom Malvenfroh vorziehen, die man sowieso später in der Story besiegen muss, dadurch habe ich Level 19 erreicht, und ich musste beten, dass halt einfach die Aquavelle eine Verwirrung rausgibt. Man hätte natürlich auch logischerweise auf Antikraft grinden können, ich wollte aber wissen, ob man auch so gewinnen kann. Und wenn die Verwirrung tatsächlich mattern sollte von der Aquavelle, dann ist es nicht mehr gesichert, dass man beispielsweise von Magneton oder Voltenso zu hart getroffen wird. Und das Gute ist, die beiden Pokémon können auch stellenweise mal Runden wasten. Sie können beispielsweise auf Donnerwelle gehen und es ist möglich, hier bereits eine Amarena-Beere zu tragen, die ja die Donnerwelle einmalig negiert. Das verschafft einem Zeit, man bekommt eine weitere Aquavelle rein und dieser Fight hier wird deutlich schaffbarer. Man muss aber auch bei der ganzen Sache bedenken, der gute Walter kann sich gegenhealen. Er hat mehrere Tränke, er hat eine Zitrobeere auf seinem Voltenso und das mattert stellenweise extrem. Und jetzt muss man sich auch noch vorstellen, dass Magneton praktisch jede Attacke resistiert, die es im Spiel gibt. Also wirklich, es wird nicht viele Pokémon geben, die Magneton neutral angreifen können, geschweige denn sehr effektiv. Und dementsprechend hatte Kyogre hier noch ein sehr, sehr dankbares Matchup tatsächlich. Es gibt nur sehr wenige Pokémon, die Pazifismus-Route probieren können und die Pokémon, die nicht bereits bei Felicia gescheitert sind, werden zu 90% bei Walter scheitern. Und deswegen werden diese Pazifismus-Runs hier in der dritten Generation, wie gesagt, relativ selten kommen können, weil es gibt einfach nicht viele Möglichkeiten, Pokémon hier drauf zu schicken. Es ist einfach viel zu schwer. Kyogre allerdings ist so stark, dass es die Elektro-Arena als Wasser-Pokémon tatsächlich gewinnen konnte. Und ich würde fast sagen, es ist auch das einzige Wasser-Pokémon, was das konstant drauf hat. Danach wird der Run aber wieder etwas einfacher, weil jetzt kommt Mark von Team Magma und es ist einfach generell kein so starker Trainer. Der hat beispielsweise ein Magnein mit Bedroher, was mir vollkommen egal sein kann, weil man Kyogre greift speziell an und er hat einen Kamerup mit mal 4 Schwäche, was ich einfach so one-shotte, also diesen Fight hier muss man denke ich nicht groß durchsprechen. Und daraufhin folgt dann Flavia in der Feuerarena und die hat Wasserschwäche, also ich kann hier mit Step angreifen, im Regen, auf Pokémon, die Schwäche haben und nicht mal schnell sind. Dass dieser Fight hier nicht so mega anspruchsvoll ist, muss ich vermutlich keinem erzählen, oder? Sie hat ein Kamaup, ein Schneckmark, ein Kamerupt und ein Kurtel und das sind alles keine mega schnellen Pokémon. Sie hat nicht mehr Zeit hier beispielsweise Sonnentag zu setupen, um ein Niesel zu negieren, keine Chance. Ich spam Aquavelle, sie ist One-Shot mit praktisch jedem Pokémon und sie kann sich kein bisschen wehren. Definitiv mit riesigem Abstand die leichteste Arena, die ich seit langem gespielt habe. Also Kyogre war hier das perfekte Out. Es gibt aber auch wie gesagt kaum ein besseres Wasser-Pokémon, das war kein faires Matchup für Flavia. Daraufhin folgte dann allerdings die normale Arena von Norman und die bewegt sich vom Schwierigkeitsgrad her auf einem vollkommen anderen Level. Das kann man praktisch nicht vergleichen. Weil der hat ebenfalls 4 Pokémon, aber die werden mich alle neutral treffen und ich sie ebenfalls. Und die sind gut gelevelt und haben stellenweise wirklich nervige Mechaniken, aber seht einfach selber. Er beginnt hier beispielsweise mit einem Pandir, was mich verwirren kann über Taumeltanz. Das ist sehr, sehr nervig. Und wenn er sich dazu nicht entscheiden sollte, macht es Fassade für guten neutralen Damage und das nicht zu knapp. Und dann geht's weiter mit einem Mundtier, was mich ebenfalls neutral treffen wird über Schlitzer oder auch Fassade. Zwei sehr gute Angriffe und Schlitzer kann ja auch gerne mal kritten. Ich werde also kaum noch KP übrig haben, wenn irgendwann Geradax reinkommt und das kann mich dann meistens finishen. Und das war noch nicht mal sein stärkstes Pokémon, dieser Fight hier wird garantiert nicht einfach werden. Und ich habe dann natürlich sehr viele Versuche gegrindet und ich muss sagen, dieser Fight hier ist fast schon unfair. Also pazifistisch werden hier praktisch gar keine Pokémon vorbeikommen, es sei denn sie haben beispielsweise vielleicht Kampfattacken. Also die wenigen Pokémon, die an Walter vielleicht noch vorbeikamen und möglicherweise noch an Flavia, weil es mit Feuerattacken gut zurechtkamen, werden hier komplett zerschellen, weil hier wird man normalerweise immer neutral zerstört und das letzte Pokémon ist ja auch noch Letaking, was unfassbar viel Leben hat, lächerlichen Damage raushaut, sich mehrfach gegenhealen kann und noch eine Beere trägt. Ihr könnt euch vorstellen, was das für eine Kombination ist. Und wenn ich mit Kyogre hier bei Letaking knapp angekommen bin und Geradax vielleicht sogar noch weggekrittet habe oder so, dann hat dieses verdammte Letaking einfach beispielsweise mal kurz auf Fassade gedrückt und mich umgehauen. Ich konnte praktisch gar nichts machen. Dieser Fight hier war mit fairen Mitteln praktisch nicht gewinnbar. Das ist aber tatsächlich noch nicht das Lächerlichste. Was hier komplett absurd ist, ist folgendes.
Selbst wenn man hier über Kyogre einen Antikraft Omniboost rausbekommen sollte, ist der Fight noch nicht safe gewonnen. Denn aufgrund von Taumeltanz von Pandir kann man sich mehrfach selbst verletzen, wodurch man vorgeschwächt ist, das ist gar nicht gut. Und ja, dann kann man vielleicht ein bisschen sweepen. Man muss aber bedenken, dass selbst ein verdammtes Kyogre im Regen mit Step Aquawelle auf plus 1 Leta King nicht im Ansatz one-shotten kann. Und das gute Leta King macht dann Fassade für unfassbaren Schaden. Und ich bin hier eiskalt im roten Bereich gelandet. Ich würde also selbst Kyogre empfehlen, hier noch nachträglich eine Persimbeere zu tragen, um diese Verwirrung zu negieren. Das ist tatsächlich notwendig. Trotz Omniboost. Es gibt fast nichts Stärkeres als ein Kyogre, was mehrfach gepusht ist. Und selbst das hat bei dieser Arena hier noch massive Probleme. Es gibt stellenweise Pokémon, die den Fight hier beispielsweise cheesen können über Schaufler. Das ist möglich. Aber Leta King ohne solche Tricks zu besiegen, wird für die meisten Pokémon praktisch nicht schaffbar sein. Also ganz im Ernst, er hat ja sogar noch mehrere Hypertränke und noch eine Beere auf Leta King. Das Pokémon steuert eine ganze Menge dagegen und dementsprechend ist dieser Fight hier auf jeden Fall, was die Pazifismusrouten angeht, einer der unfairsten, die ich bisher entdeckt habe. Danach wird es aber wieder etwas einfacher, weil jetzt geht es weiter mit Michael beim Klimainstitut und man würde jetzt sagen, okay, sie hat doch ihr Reptine, das kann mich sehr effektiv angreifen. Das Problem ist aber, es ist möglich in der Zwischenzeit nach Norman beim Schiffswrack vorbeizuschauen und dort kann man sich pazifistisch Eisstrahl holen und damit das Reptine logischerweise one-shotten. Das bedeutet, dieser Fight hier, der war komplett geschenkt. Und Eisstrahl ist logischerweise auch ziemlich praktisch bei der nächsten Arena und das ist jetzt die Flugarena von Wipke. Und ja, dieser Orden hier ist theoretisch für den Moment optional, ich wollte aber wissen, ob ich den schaffe und ich wollte zumindest versuchen, die Erfahrungspunkte jetzt schon mitzunehmen, die werden nämlich definitiv praktisch kommen. Ich meine, zu XP sagt man nicht nein, vor allem nicht im Pazifismus, wenn man sie denn schon mitnehmen kann. Und ganz wichtig, Leute, ich konnte kurz vor Wipke Level 30 erreichen. Und das ist deswegen so entscheidend, weil Kyogre tatsächlich auf Level 30 Gedankengut lernt und damit kann man seinen Spezialangriff und seine Spezialverteidigung einfach so auf einmal boosten. Sehr, sehr mächtige Boost-Attacke und sie leadet hier mit einem verdammten Wablu, was sich praktisch gar nicht wehrt. Man muss bedenken, es kann auch stellenweise Abgesang einsetzen, dann hat man sofort verloren, das gilt aber für alle One-Pokémon-Runs und das macht Wablu nicht so häufig. Man kann also darauf resetten, dass es mal nicht passiert und da wird Kyogre hier bereits beim ersten Pokémon zum Monster und dann kann ich praktisch alles von Wipke ohne große Schwierigkeiten in Grund und Boden sweepen. Ich meine, so Pokémon wie beispielsweise Tropius oder Altaria haben sogar mal 4 Schwäche gegen Eisstrahl. Und Eisstrahl ist ja generell keine schlechte Attacke. Und die anderen Pokémon, die es da noch gibt, sind halt Pelipper, das Pokémon ist jetzt nicht mega gefährlich, und Panzereron, was speziell keine allzu gute Verteidigungskraft bietet. Der Kampf gegen Wipke war also nicht so schwierig, man muss aber dazu sagen, dass viele Pazifismus-Pokémon auch hier mal wieder ein großes Problem haben werden, wenn die halt nicht einfach mal so eine Eisattacke beherrschen, die alles mögliche kaputt sweepen kann, also das ist ja keine Selbstverständlichkeit. Kyogre hatte sowas, was gut ist, aber andere Pokémon werden solche Tools nicht unbedingt nutzen können, aber ich denke, das wisst ihr mittlerweile. Auf jeden Fall war der 6. Orden bei diesem Run hier keine allzu große Schwierigkeit. Und nachdem ich dann leider den letzten Maike-Fight überspringen musste, weil der halt optional ist, ging es weiter mit der Team Aqua und Team Magma-Story und einem weiteren Bosskampf gegen Mark von Team Magma. Und der ist tatsächlich hier ziemlich krass überlevelt. Ich weiß nicht so ganz, was hier passiert mit der Levelkurve, aber die springt enorm und plötzlich werde ich so ein bisschen abgehängt. Er hat hier ein Magnein, ein X-Part und ein Kamerupt und besonders nervig ist hier das verdammte Magnein. Weil das hat Bedrohr, was physische Pokémon stark verkrüppeln könnte, und es hat auch Grimasse, was meine Initiative senkt. Ich wollte dort setupen und es hat auch funktioniert und ich konnte Magnein dann easy rausnehmen, aber dann ging es weiter mit X-Part, was mich halt gnadenlos outspeedet hat und es hat guten Schaden gemacht. Ich konnte es zwar sehr effektiv treffen, wenn ich das wollte, aber ich muss halt erstmal zum Zug kommen. Und dann stehe ich irgendwann vor Kamerupt, also seinem letzten Pokémon, und klar, das ist One-Hit. Aber selbst das konnte mich auf seinem Level outspeeden dank Grimasse und ich bin daran fast gestorben. Ich bin im tiefen roten Bereich gelandet und ich denke, dass auch dieser Fight hier in der Pazifismusroute nicht zu unterschätzen ist. Also gerade dieser Levelsprung hier ist recht entscheidend. Was aber natürlich nochmal deutlich, deutlich härter ist, ist der Kampf gegen Ben und Svenja in der Psycho-Arena, weil der ist bei Pazifismus-Runs fast schon unfair. Seht euch dieses Matchup hier an. Ich habe als einzigen Partner einen Karpador, was mir praktisch nicht helfen kann. Weil ich möchte ja den schlechtesten Partner haben, der irgendwie geht. Alleine darf ich ja leider nicht antreten, das funktioniert nicht. Und ja, Ben und Svenja haben hier ein Xatu, ein Lepomentas, was permanent Erdbeben spammt,
ein Sonfill und ein Lunastein. Sie haben praktisch nur Pokémon, die ich ohne Probleme sehr effektiv angreifen kann mit Kyogre. Ich habe zudem Regen, der mir einfach so geschenkt wird, aufgrund meiner Fähigkeit, ich habe eine Boost-Attacke und ja sowieso schon lächerlich heftige Werte. Und selbst unter diesen Voraussetzungen war dieser Fight hier definitiv kein First Try. Ich wurde hier stellenweise komplett fertig gemacht und die Pokémon von Ben und Svenja können sogar Sonnentag einsetzen, um mein Kyogre maximal zu verkrüppeln. Es gibt kein Pokémon im gesamten Pokédex in der dritten Generation, was hier so ein gutes Matchup hat wie Kyogre, und selbst das hat im Pazifismus massive Schwierigkeiten. Das muss man sich mal vorstellen, ihr müsst euch überlegen, ich trete hier bald an mit noch anderen Pokémon. Ich weiß gar nicht, ob überhaupt eine Handvoll Pokémon an Ben und Svenja noch vorbeikommen können. Das ist eine der unfairsten Fights für von Pokémon Challenges, die man sich überhaupt vorstellen kann. Und das noch in so einer schwierigen Route, das ist keine gute Kombination. Aber hey Leute, ich musste dann irgendwie durch. Und ich habe gute Nachrichten, Kyogre kann hier gewinnen. Und das Wichtigste mit Abstand ist folgendes. Man sollte Xatu killen über Eisstrahl. Das ist verdammt entscheidend. Weil dann sinkt die Wahrscheinlichkeit enorm, dass beispielsweise man getroffen wird von Konfusstrahl oder dass Sonnentag eingesetzt wird. Und das Gute ist, aufgrund von Niesel hatte ich so viel Schaden über Surfer gemacht, dass ich halt Lepomentas, Sonfil und Lunastein extrem zusetzen konnte. Und man kann jetzt sogar über Surfer beide Pokémon gleichzeitig treffen, was ein großer Segen ist, weil damit kann ich halt alles so ein bisschen gleichzeitig in Schach halten. Und ich habe trotzdem noch einiges an Schaden gefressen hier stellenweise, also die Arena ist wirklich nicht zu unterschätzen. Ben und Svenja sind eine sehr grenzwertige Arena, aber das sind Doppelkampfarenen immer. Ich kann mir nicht vorstellen, dass viele Pokémon hier eine Chance haben werden, aber Kyogre konnte zumindest weiterspielen, was mich sehr gefreut hat. Weil wenn ich hier zerschellt wäre, wäre das schon sehr frustrierend gewesen. Da wüsste ich nämlich, okay, andere Pokémon brauchen das jetzt gar nicht zu probieren. Der Kampf zusammen mit Troy im Raumfahrtzentrum, der war allerdings nicht so spannend, muss ich ehrlich sagen. Einfach deswegen, weil die halt unter anderem zwei Kamerups haben, die ich one-shotten konnte. Und aufgrund von Surfer habe ich halt permanent beide Pokémon treffen können im Regen. Dagegen konnten Mark und sein Vorstand überhaupt gar nichts tun. Ich werde diesen Fight hier nicht großartig einblenden, der hatte praktisch keinen Mehrwert. Es gibt aber viele Pazifismus-Pokémon, die hier ebenfalls mal wieder strugglen würden. Und nach einem ziemlich einfachen Fight gegen Adrian von Team Aqua, ging es dann weiter mit Juan in der Wasserarena. Und das ist jetzt ein relativ merkwürdiges Matchup. Ich meine, Wasser-Pokémon gegen Wasser-Pokémon, das fühlt sich immer komisch an. Man greift sich einfach gegenseitig nicht sehr effektiv an. Ich meine, die Pokémon von Juan resistieren ja größtenteils auch noch Ice-Beam. Das Ganze wird also relativ seltsam sich spielen. Wie auch immer, er leadet hier mit einem Libiskus und das ist ziemlich gut für mich. Das Ding ist, Libiskus ist ein Pokémon, was sehr gerne Verwirrung spreadet und das macht es auch hier. Man kann allerdings dagegen eine Persienbeere tragen, um die Verwirrung einmal zu heilen. Und Schaden wird dieses Libiskus nicht wirklich viel machen, dementsprechend habe ich halt praktisch endlos viel Zeit, hier Gedankengut zu setupen, um immer und immer stärker zu werden. Und ja, die Pokémon von Juan, die resistieren meine Wasserangriffe. Wenn die aber zigfach gepusht sind und auch im Regen stattfinden und ich Step auf die habe, dann ist es egal. Dann können die meinetwegen in Grund und Boden resistieren, die sind trotzdem One-Hit. Dieser gesamte Fight hier ist dementsprechend ziemlich hart trivial, weil Juan einfach ebenfalls nichts machen kann. Ich resistiere fast alles in der Arena und dementsprechend zieht sich dieser Fight hier aufgrund von Libiskus eine ganze Weile. Aber wenn Libiskus mal besiegt sein sollte, kommen nacheinander drei Pokémon, die ich einfach so in Grund und Boden One-Hitten kann. Und ich kann sogar ein paar Pokémon von der Arena hier neutral hitten, was das Ganze noch weiter erleichtert. Also, die resistieren ja nicht mal. Das letzte Pokémon ist dann allerdings noch ein Seedraking und dieses Pokémon möchte sich gerne mal gegen healen. Es hat beispielsweise Erholung und trägt auch eine Maronbeere und natürlich hat Juan noch Heil-Items. Und wenn ich halt hier mit Ice Beam zum Beispiel angreifen sollte, dann ist das neutral, ohne Step und dann kriege ich vielleicht kein One-Hit raus. Also auch der Kampf gegen Seedraking kann sich hier eine Weile ziehen, der Fight ist aber an dem Punkt praktisch gewonnen. Also was will Juan noch tun? Dieses Seedraking wird mich definitiv nicht one-shotten, selbst wenn es critten würde, das ist einfach nicht gefährlich. Die Wasserarena war einfach deswegen sehr, sehr gut gewinnbar, weil er mit einem furchtbaren Pokémon leadet und die Verwirrung nicht mettern muss. Also Libiskus konnte mir ziemlich egal sein. Bevor ich jetzt aber bei der Liga antreten konnte, musste ich auch noch gewinnen gegen Heiko und das ist ja mehr oder weniger mein zweiter Rivale. Und dieses Matchup hier war jetzt ziemlich amüsant, muss ich sagen. Er beginnt hier beispielsweise mit einem Altaria mit mal 4 Schwäche gegen Eis. Das ist natürlich One-Shot. Dann kommt Magneton rein und das wäre sehr effektiv gegen mich, aber es macht halt überhaupt nichts gegen Surfer, was es neutral mit Step treffen kann. Dann geht's weiter mit Roselia mit ebenfalls Eisschwäche, ähnlich wie eben Altaria, und das ist natürlich auch One-Hit.
Und sein viertes Pokémon ist ein Inikoro, was praktisch keine Verteidigungswerte besitzt. Also beginnen wir hier mal ganz geschmeidig mit einem 4-0. Das letzte Pokémon ist dann allerdings Gardevoir und das ist dezent gefährlicher und kann sogar einen Hit von mir stellenweise überleben. Der Haken ist nur, es wird erstmal selbst setupen wollen oder so, mir keinen Schaden drücken und dann ist es Two-Shot. Dieser gesamte Fight hier war komplett geschenkt, weil die Matchups hier für Heiko sehr, sehr schlecht ausgesehen haben, also Kyogre hat ihn komplett vernichtet. Letztendlich habe ich also das Liga-Gebäude erreichen können auf unter Level 45 und das ist nicht so ideal, weil Kyogre lernt auf Level 45 die Attacke Hydro-Pumpe. Und das ist ein sehr starker Wasserangriff, der besser ist als Surfer und ja, der kann stellenweise missen. Ich werde ihn aber definitiv brauchen für die Liga und deswegen bin ich jetzt in die Liga reingegangen mit nur 3 Moves im Moveset, um halt während dem ersten Fight dann irgendwann auf Level 45 die Attacke Hydro-Pumpe im Nachhinein noch zu lernen. Ist ein bisschen unkonventionell auf jeden Fall, aber es kann funktionieren und wir werden für die Liga jeden guten Angriff brauchen, den wir bekommen können. Das Gute ist aber, der erste Fight gegen Ulrich ist ziemlich einfach, weil das ist ein sehr mittelmäßiger Unlichttrainer, der hier leadet mit einem Magnein und das ist einfach kein so mächtiges Pokémon. Das spammt zwar stellenweise Sandwirbel, was nervig sein kann, weil dann treffe ich manchmal nicht mehr, aber ich kann hier ohne Probleme Gedankengut mehrfach einsetzen und so stark werden, dass die Pokémon von Ulrich ziemlich trivial werden. Und dann kann ich Magnein irgendwann wegräumen über Ice Beam, meine Wasserattacke habe ich ja gerade nicht mehr im Moveset und dann kommen erstmal 2 Pflanzen-Pokémon, die ich über Ice Beam sogar sehr effektiv treffe, also da hätte ich gar keine Wasserattacke gegen die haben wollen. Die sind also dementsprechend One-Shot, man muss aber bedenken, das Tangolist von Ulrich macht stellenweise Angeberei, was mich verwirrt. Das ist ziemlich nervig, aber ja, damit muss man dann leben. Man könnte hier auch stellenweise noch eine Beere tragen, die Verwirrung aufhebt, aber es ist nicht mal zwangsweise notwendig. Und die restlichen Pokémon sind dann auch Krebutak und Absol und die sind auch nicht mega stark. Man kann diesen ganzen Fight hier mit Ice Beam im Alleingang machen und es wäre trotzdem vollkommen egal. Also Ulrich ist bei den meisten Challenge-Runs ja sowieso nicht die größte Herausforderung und auch im Pazifismus sollte man den normalerweise noch sehr gut besiegen können. Er ist definitiv mit Abstand das schwächste Mitglied der gesamten Top 4. Danach kommt allerdings die gute Antonia und die ist für die meisten Runs etwas gefährlicher, weil es halt eine Geisttrainerin ist. Ich hatte aber mittlerweile meine Attacke Hydro-Pumpe und das ist wohl die beste Attacke, die Kyogre jemals lernen kann. Und das Schöne ist bei Antonia, sie leadet hier über einen Zwirklop mit Schutzschild. Und die KI wird Schutzschild sehr gerne einsetzen, was mir Zeit gibt zu setupen. Und plötzlich wird mein Kyogre hier ziemlich stark und kann stellenweise One-Hits raushauen. Man muss aber bei der Hydro-Pumpe natürlich eine Sache bedenken, die Attacke kann nach wie vor missen und dann wird man getroffen von Antonia. Ihre Pokémon machen aber normalerweise nicht so viel Schaden und aufgrund von Calm Mind sind spezielle Angriffe ja auch nicht mehr so effektiv gegen mich. Spukball allerdings ist in der Generation noch physisch und dementsprechend tut es dann schon ein bisschen weh. Wenn ich aber halbwegs konstant meine Hydro-Pumpen treffen sollte, ist ihr Team natürlich keine große Schwierigkeit und ich kann auch das zweite Top 4 Mitglied hier sehr konstant besiegen. Und bei ihren letzten 3 Pokémon habe ich nicht einmal mehr gemisst, also das RNG war so ein bisschen auf meiner Seite. Der nächste Kampf fühlt sich aber jetzt wieder ziemlich merkwürdig an, weil der ist gegen Frosina und das ist eine Wassereistrainerin, die mal wieder meine Attacken resistieren kann mit 3 ihrer Pokémon. Sie hat nämlich 2 Seeonks und einen Valraiser, die auch stellenweise ziemlich viel aushalten können. Dadurch, dass sie aber leadet mit einem Seeonk, was mich nur mit Body Slam zuspammt, habe ich alle Zeit der Welt für Calm Mind und ich kann so stark werden, wie ich gerade möchte. Man muss aber bei der ganzen Sache bedenken, diese Body Slams von Seeonk können stellenweise eine Paralyse auslösen, was diesen Fight hier sehr viel schwieriger macht. Es ist also vielleicht sogar empfehlenswert, hier eine Arena-Beere zu tragen, um halt Paralysen aufzuhalten. Das ist definitiv eine Option, die man nicht so ganz vergessen sollte. Das Schöne ist aber, die gute Frosina hat nicht nur Wassereis-Pokémon, sie hat auch unter anderem 2 Phenontors und die kann ich halt neutral angreifen mit Wasser, die haben also gegen Hydro-Pumpe absolut keine Chance. Und als ich dann mit meinem Setup irgendwann fertig war, konnte ich anfangen zu sweepen und ich habe sogar dann gegen die Seeonks und das Valraiser mega viel Schaden gemacht. Ihr müsst aber eine Sache bedenken bei diesem Fight, es ist sehr wichtig, die AP von Hydro-Pumpe auf 8 zu erhöhen im Voraus. Das lohnt sich definitiv, weil wenn man irgendwann gezwungen sein sollte, so ein Pokémon wie Valraiser eventuell mit Ice Beam oder so anzugreifen, dann sieht es wirklich übel aus, also das ist nicht empfehlenswert. Und Antikraft ist eher zum Boost gedacht als für Schaden. Das wäre zwar sehr effektiv, aber der Schaden würde sich definitiv in Grenzen halten. Erhöht also auf jeden Fall die AP, dann sollte dieser Fight hier keine große Schwierigkeit sein, solange man nicht paralysiert wird. Wo die Liga dann allerdings so richtig schwer wird, ist beim guten Dragan und das ist jetzt der Drachentrainer mit einem sehr mächtigen Team. Und zwar deren Draschel, ein Altaria, ein Seedraking, ein Dibeldra und ein verdammtes Brutalanda. Also der kann sich definitiv sehen lassen.
Das Gute ist, man kann mit seinem Draschel relativ gut setupen, weil das spammt sehr gerne mit Schutzschild und da hat man mal wieder alle Zeit der Welt für Call Mind. Der Haken ist aber, es fehlt so ein bisschen die Init. Man ist einfach komplett unterlevelt mit Kyogre an diesem Punkt und dementsprechend wird man outspeedet von schnellen Pokémon, wie zum Beispiel die Beldra oder auch Brutalander. Und das Draschel kann stellenweise auf Felsgrab gehen, was meine Initiative noch weiter senkt, also das Problem wird nicht unbedingt besser. Klar, ich kann die meisten Pokémon hier sehr effektiv angreifen oder sogar vierfach effektiv über Eisstrahl und die sind dann One-Hit. Ich muss aber erstmal zum Angriff kommen. Und so ein Seedraking zum Beispiel kann ich nur neutral treffen bestenfalls. Wenn ich also nicht genug Boost draußen habe, naja, werde ich das nicht One-Hitten und es kann sich stellenweise wehren über Body Slam, was ein bisschen Damage drückt. Und dann stehe ich irgendwann vor Libeldra, was mich finisht. Und ich habe noch nicht mal Brutalander gesehen. Dieser Fight hier ist tatsächlich schwierig, auch für ein Kyogre. Und das ist schon relativ erschreckend, aber Dragan ist ja durchaus ein mächtiger Trainer. Man könnte jetzt zum Beispiel noch mehr Call Mind spammen bei Draschel, um so stark zu sein, dass Seedraking One-Shot ist. Das ist schon mal ein großes Improvement. Das Problem ist dann, der Draschel mehr Zeit für Felsgräber und man ist noch langsamer. Aber okay, das kann man ja vielleicht hinnehmen, beziehungsweise man kann damit leben. Und dann kann man beten, dass zum Beispiel Altaria nur auf Drachentanz geht oder so ein Seedraking nur auf Rauchwolke. Sowas kann alles passieren. Man muss aber dann halt nach wie vor bedenken, dass die Beldra trotzdem Erdbeben einsetzen wird, um einen zu schwächen und man hat ja bereits keine vollen KP mehr, aufgrund von Felsgrab von Draschel und dann kommt irgendwann noch Brutalander rein mit Steinhagel, ein sehr starker physischer Angriff, der komplett an Call Mind vorbeigeht und der hat mich dann gerne mal noch gefinished. Dieser gesamte Fight hier ist tatsächlich ziemlich unkonstant, er ist relativ schwer. Es ist möglich, hier beispielsweise eine Flinkklaue zu tragen. Sowas würde zum Beispiel gehen, um die Initiative zu erhöhen, unsere Pokémon wie Brutalander einfach zu outspeeden. Es kann aber auch stellenweise passieren, dass Steinhagel von Brutalander eiskalt misst und dann ist es One-Hit über eine Eisattacke. Sollte man Brutalander erreichen. Das wäre auch schaffbar. Was aber tatsächlich auch funktioniert, ist einfach ein sehr guter Run, sehr viel RNG und Low Ranges. Weil dann kann es passieren, dass Kyogre tatsächlich so bulky ist, dass es Erdbeben und Steinhagel einstecken kann und im roten Bereich noch zu gewinnen. Und das ist, muss ich sagen, ziemlich beeindruckend, weil ich meine, ich bin an dem Punkt hier komplett unterlevelt und ich kämpfe gegen so Pokémon wie Brutalander mit starken Gesteinsangriffen. Das ist schon sehr, sehr krass, dass Kyogre so viel wegstecken kann. Es ist aber halt auch, wie gesagt, eines der besten Pokémon aller Zeiten und dementsprechend, ja, kann man das auch irgendwo nachvollziehen. Wie auch immer. Man kann den guten Dragan definitiv besiegen, aber auch hier werden mal wieder die meisten Challenge-Pokémon eiskalt zerschellen. Also man muss schon ein echt gutes Matchup haben, um pazifistisch ansatzweise eine Chance zu halten gegen Dragan. Das ist halt echt ein sehr mächtiger Trainer. Und wer natürlich noch ein bisschen stärker ist, ist der gute Vasili. Und das ist jetzt der Wasser-Champ mit insgesamt 6 Pokémon. Und dessen Pokémon sind komplett überlevelt. Bereits sein erstes Pokémon Wailord ist fast 10 Level über mir. Das ist fast schon absurd, aber ich muss jetzt antreten, was soll ich machen? Ich könnte noch Rare Candies einwerfen, aber ich versuche natürlich ohne diese Items zu gewinnen, wenn es irgendwie schaffbar sein sollte. Das Schöne ist aber, Freunde, ich hatte mir bis hierhin etwas aufgehoben, was sehr, sehr wertvoll ist für Kyogre. Es ist nämlich möglich, auf Kyogre die Attacke Donnerblitz zu lernen. Ihr seht sie hier in meinem Moveset. Und das ist eine Elektroattacke, die ich boosten kann über Gedankengut und dann kann ich damit Wasser-Pokémon recht gut one-shotten, obwohl ich 10 Level drunter bin ungefähr. Und das ist natürlich eine große Siegeschance für diesen ganzen Fight hier. Das Blöde ist nur, ich werde vorgeschwächt, während ich setupen möchte. Sein Wailord beispielsweise hat Risikotackle und das ist ein physischer Angriff, den ich nicht mal hier über Gedankengut großartig abschwächen kann. Es sieht also nicht allzu gut aus. Und ich werde maximal vorgeschwächt früher oder später bei Kapaloris ankommen, was mich sehr effektiv angreifen kann über Gigasauger. Und das wird zwar abgemildert über Gedankengut, aber ich habe ja kaum noch KP übrig. Und das verdammte Kapaloris kann ja auch stellenweise Doppelteam spammen, und dann kann ich es nicht mehr konstant treffen. Und das ist erst ein zweites Pokémon. Und wenn das dann einmal Gigasauger eingesetzt hat, bin ich im roten Bereich bei seinem Tentoxa, seinem dritten Mon, und das wird mich dann normalerweise finishen können, bevor ich nochmal zum Angriff komme. Das bedeutet, ich musste meine Strategie hier ein wenig abändern und ich wollte auch ein bisschen mehr boosten. Und dann ist mir eine Sache eingefallen. Ich habe ja noch die Attacke Schockwelle. Und das ist eine Elektroattacke, die weniger Schaden macht als Donnerblitz, aber die Attacke trifft safe. Das bedeutet, so Attacken wie Doppelteam können mir komplett egal sein und Kapaloris wird ja neutral getroffen von Donnerblitz, genauso wie auch von Eisstrahl. Und das kann ich für mich nutzen. Und was ich natürlich auch lernen konnte, war die Attacke Erholung. Das kann ja praktisch jedes Pokémon lernen.
Und ich könnte zudem noch meinem Kyogre eine Marronbeere geben, damit es sofort aufwacht, wenn es einschlafen sollte. Es funktioniert aber nur einmal. Wenn ich mich dann nochmal heilen muss, dann muss ich die zwei Runden abwarten, bis ich endlich wieder aufwache. Dadurch, dass aber fast alle Attacken von Vasili speziell sind, naja, kann ich mit einem gewissen Setup normalerweise alles konstant überleben und der Fight hier ist definitiv machbar. Denn normalerweise kann man bei Kapaloris nicht großartig angenehm setupen. In diesem Fall allerdings ist es eine komplette Ausnahme, weil sein ganzes Doppelteam-Gespamme ist mir vollkommen egal. Über Schockbälle werde ich es früher oder später konstant besiegen können und dann stehe ich komplett geboostet vor seinen letzten vier Pokémon und das sind noch Toxer, Milotic, Velsar und Garados und die können alle vier nicht mehr allzu viel machen. Ich meine, Toxer beispielsweise hat Elektroschwäche, das verdammte Milotic ebenfalls und auch wenn es viel aushalten kann, teilt es nur sehr wenig aus. Es könnte mich vergiften, aber das kann ich ja heilen über die Erholung. Das ist kein großartiges Problem, also Toxin ist keine echte Gefahr. Das Velsar kann ich sogar neutral angreifen über Hydropumpe, was es eigentlich noch simpler macht. Das ist nämlich immun gegen Elektroangriffe. Und das Garados hat sogar mal 4 Schwäche gegen Schockwelle. Da brauche ich also Donnerblitz in keinster Weise. Dieser Fight hier ist also gewinnbar, mit einem Kyogre pazifistisch, komplett unterlevelt, ohne Rare Candies einzusetzen, auf der gesamten Route. Und das ist schon heftig, aber Kyogre ist auch durchaus, wie gesagt, eines der besten Pokémon aller Zeiten. Und damit konnte ich auf jeden Fall beweisen, es ist möglich pazifistisch mit Kyogre das gesamte Spiel Pokémon Smaragd durchzuspielen bis zum Champ-Titel. Aber ihr wisst Bescheid, Freunde, das reicht mir noch nicht so ganz. Es gibt noch einen weiteren Postgame-Fight, den ich euch zeigen möchte und das ist mal wieder der gegen Troy. Und der hat Pokémon, die so komplett lächerlich überlevelt sind, dass alles zu spät ist. Es ist ein sehr, sehr harter Kampf und ich werde halt vorher praktisch keine Pflichtkämpfe mehr machen können, also ich muss quasi sofort zu ihm gehen und auf dem jetzigen Level dort antreten, 20 Level oder so unter ihm. Das ist alles andere als fair, aber hey, ich musste es probieren, was bleibt mir anderes übrig. Rare Candies beispielsweise wollte ich ja nur nutzen, wenn es wirklich unbedingt notwendig sein sollte. Und das wollte ich jetzt rausfinden, ob man das wirklich tun muss. Als dieser Kampf allerdings losging, habe ich sofort gemerkt, alles klar, ich bin ja komplett unterlevelt. Wir reden hier nicht von 20 Leveln, wir reden von 27 Leveln. Das ist schon nochmal ein großer Unterschied. Das Gute ist aber, er leadet hier über Panzer Aeron und ist nicht das stärkste Pokémon, es ist eher defensiv. Und es hat auch keine so gute Spezialverteidigung. Es ist also möglich dagegen, ein paar Mal Call Mind einzusetzen und da kann man sich voll healen, überall Erholung und wieder aufwachen über die Marronbeere. Und da kann man Panzer Aeron im Regen ohne Probleme rausnehmen, ohne allzu viel Schaden zu fressen. Also das Ganze ist tatsächlich relativ gut möglich. Und das zweite Pokémon ist dann Stolos und es hat Wasserschwäche und ist definitiv One-Shot und wird sogar outspeeded. Danach kommt allerdings Vilie und das ist ein Pflanze-Gesteins-Pokémon. Und das wirkt jetzt erstmal gefährlich, weil es halt überlevelt ist und mich sehr effektiv angreifen kann. Vilie ist aber nicht bekannt dafür, unfassbar starke Pflanzenangriffe einzusetzen. Es ist halt eher defensiv. Und mit Wasserattacken kann ich es neutral treffen und tatsächlich recht schnell rausnehmen und ich kann hier sogar stellenweise noch Call Mind machen, wenn ich das unbedingt nötig habe. Dann kommt aber Lepomentas mit Erdbeben, was mich outspeedet und sehr sehr viel Schaden macht und das trifft mich halt auch neutral. Dagegen kann ich nicht so viel machen, mein defensives Setup ist ja nur für die Spezialverteidigung. Und dann kommt Metagross, was mich normalerweise finishen wird. Ich bin also ziemlich weit gekommen, aber dieser Fight hier sieht trotzdem leider ziemlich unmöglich aus. Das Schöne ist aber, ich konnte mir über eine Herzschuppe in Lobwechselfeld die Attacke Antikraft wiedergeben und damit kann ich also 10% einen Boost bekommen auf all meine Werte und damit ist dieser Fight hier definitiv schaffbar. Der große Gamechanger ist hier die Init-Veränderung und auch die physische Verteidigungsveränderung. Über Gedankengut bekomme ich wie gesagt Spezialverteidigung dazu, aber keine physische, weswegen halt Erdbeben von Lepomentas und auch die Angriffe von Metagross ziemlich wehgetan haben. Wenn die aber keine so große Rolle mehr spielen, kann ich hier komplett alles in Grund und Boden sweepen, mega stark werden bei Panzer Aeron und dann fast alles one-shotten, was ich möchte. Und das sorgt tatsächlich dafür, dass Kyogre hier das gesamte Spiel durchspielen kann, pazifistisch, ohne auch nur ein Rare Candy einzusetzen und das obwohl es 27 Level unterlevelt war am Beginn des Fights gegen Troy. Was zur Hölle ist dieses Pokémon für ein Monster? Es ist lächerlich, dessen Werte sind insane. Und das ist halt wie gesagt eine Sache, die müsst ihr euch hier merken. Die künftigen Pokémon, die diese Route machen werden, werden praktisch alle schwächer sein müssen. Es gibt nicht viele bessere Pokémon als Kyogre, vor allem nicht bereits in der dritten Generation. Und dementsprechend sind mir hier so ein bisschen die Hände gebunden, ich habe nicht viele Möglichkeiten. Und Kyogre hatte ja schon bei diesem Run hier massive Schwierigkeiten bei vielen Fights. Seid mal gespannt, wie das aussehen wird mit anderen Pokémon, wie beispielsweise einem Groudon oder auch Non-Legis. Da gibt's nicht viel, was die Route hier überhaupt probieren kann.
aber ich würde sagen, wir kommen jetzt mal zum Fazit. Der Kyogre-Run hat ziemlich viel Spaß gemacht, aber ihr müsst auf jeden Fall weitere Pokémon vorschlagen, mit denen ich mal die Route hier probieren soll. Ich denke, es gibt noch ein paar Legis, die das Ganze hier versuchen können, vielleicht auch ein paar Pseudo-Legendaries, die man irgendwie aufgrund von guten Matchups in die Route schicken kann, wie Metagross und Co., aber danach, naja, sieht's ziemlich düster aus. Ich denke, mehr als 5 oder 6 verschiedene Pazifismus-Runs kann man in dieser Region hier fast gar nicht versuchen. Und dementsprechend kommt auf jeden Fall eine schwierige Zeit auf uns zu, aber ich denke, das wird auch ziemlich interessant werden. Wie auch immer. Eure Meinung zu diesem Run hier gerne in die Kommentare, würde mich sehr freuen. Denkt auch bitte sehr gerne an mein großes Twitch-Projekt, was gerade am Laufen ist. Also ich bin derzeit sehr lange am Stück live und ich werde das Ganze mal in der Beschreibung verlinken. Kommt gerne mal vorbei und lasst auch sehr gerne hier einen Sub da. Und ihr wisst Bescheid, Freunde, bei den 50.000 Abos mache ich auch mal wieder ein kleines Special. Also seid schon mal sehr gespannt, was da so kommen wird. Ich habe definitiv mal wieder einiges geplant. Und an dieser Stelle auch Dankeschön an meine Patreon-Spender. Ohne euch würde es meine Kanäle vielleicht in einiger Zeit nicht mehr so geben, wie wir sie gewohnt sind. Deswegen riesiges Dankeschön an euch. Und ihr seht jetzt hier noch meine Endcard. Links ist mein Yu-Gi-Oh!-Kanal und rechts daneben ist mein Sponsor. Und rechts daneben sind noch 2 Videos. Das obere wird euch von YouTube empfohlen und das untere ist die letzte Folge dieses Formates. Deswegen schaut da mal rein. Bis bald. Tschüss.